Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Lass uns vor Angst in die Hose scheißen. Cry of Fear. Lass uns mal die Lampe ausmachen, das ist viel lustiger. Nein. Alter, jetzt mal ernsthaft, wenn du ohne Lampe hier durchläufst. Nein. Nein. So, so much, no. Nope. Nope, nope. Also wir haben jetzt zwei Entscheidungen. Entweder wir gehen die Treppe hoch, da oben ist der Kettensägenmörder, oder wir gehen durch die Tür, was wir nicht machen werden. Ja. Also haben wir eigentlich nur eine Entscheidung. Ja, oh mein Gott. Ja. Ich sehe gerade dein Auge. Ich deins auch. Von nah und mein Gott. Door won't budge? Backdoor ist locked. Wir müssen den Schlüssel wahrscheinlich oben finden. Ach nee. Na gut, dann lass mal hoch. Ich will nicht mehr. Ich hab auch Angst. Wollen wir einfach Selbstmord begehen? Er ist da hinten. Solo. Er ist da hinten. Ich seh ihn! Help! Help! Ich hab mich unten festgebackt. Ich bin rückwärts runtergerannt, während ich auf die geschossen hab. Wo ist er? Links vermutlich. Ich höre ihn zumindest von links. Ja, ich höre ihn auch von links. Es geht noch weiter hoch, ernsthaft. Ah, hi! Die Shotgun ist gut. Ja. Ich habe nur noch ein paar Schuss für die Waffe. Ich versuche mich so ruhig zu halten wie möglich. Ich will nicht. Da geht's auch weiter. Okay. Boah. Fuck, Alter. Meep. So much meep. Ich kontrolliere alle Räume wegen der Waffe. Au. Oh fuck, ich schieß immer noch mal rein. Ich hab noch 3 Schuss. Oh. Ich hab noch 2 Schuss für die Shotgun. Danach muss ich auf andere Waffen wechseln. The doctor has locked the door. Wir müssen da rein. Oh, da liegt noch ein Shotgun. Oh. Gönn dir. Ich hab zwar noch eine, aber ich hab keine Munition mehr für die Waffe. Hallo, Shotgun. Wir verschwenden noch echt viel zu viel Munition. Wir schießen einfach aus Schreck. Ja, und sowas. Wir haben halt Angst. Ja, normal, ne? 2009. Also, was machen wir? Ich stelle jetzt erstmal auf 3, verschieße die letzten Schuss für meine Dingens. Ich lege mir mal alle vollen Waffen jetzt auf den Slot. Ich habe 2 Schuss, ich muss sofort auf die nächste Waffe wechseln, wenn der Kerl kommt. Ja, ich auch. Ich habe 3. Also einen Schuss sozusagen. Ich sehe ihn. Wo ist er? Ich sehe ihn auch. Durch die Türen hier durch, ja. Da ist der Wichser. Incendiary Granate! Oh, das ist eine schöne Hat nicht funktioniert, schade. Schade. Der Typ macht uns One-Hit, ne? Ja. Du hast weniger Leben. Schmeiß mal alle deine Waffen weg und geh auf ihn rauf. Meine Waffen sind eh fast alle leer. Lass mich mal kurz gucken. Glock. Ah ja, ich bin fast komplett leer. Ich versuche mal ihn zu treffen von hier aus. Ich geh mal hier rein. Das war schon mal gut daneben. Er kommt zu mir. Help! Kill ihn. Ich bin tot. Er buggt. Ich bin auch gleich tot. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Sind das 2? Was? Das sind 2! Es sind einfach 2 Kettensägenmänner! Ach, ist ja einer nicht genug. Ja, because why the fuck not? Ah ja, schön. Oh ja? Ja, ich bin rausgeflogen. Ach nee. Ich hab einen Brench jetzt statt meinem coolen Polizeiknüppel. Und nur noch eine Pistole, ach ja. Danke, Spiel. Oh, dein Ernst jetzt? Oh ja, nur noch eine Glock, richtig gut, okay. Oh, because why the fuck not? Na gut, okay. Ah. Okay, ich hab keine Munition mehr. Okay, ich hab noch ein paar Schuss, halbes Magazin ungefähr. Oh. Yep. Hab noch einen. Hab noch 2 Schuss. Hab noch 47 Leben. Hab noch ein paar Schuss. Oh, hier ist eine Wrench. Willst du eine? Wrench? Hier, da, drop. Nimm mal. Achso, Syringe. Syringe. Und geil. Hab eine Waffe. Schön. Das Ding. Ich überprüfe mal hier die Räume dabei. Was liegt da für Zeitung? Warte. Das ist die Stockholm City. Stockholm, das ist Schweden? Ja. Breslau, Ungarn, Mar, Elz, Semre. Von wann ist die?
Captain Ray wahrscheinlich. Weiß nicht. Wahrscheinlich von 2009. Kann ihn lesen? Komm, wir müssen weiter vorgehen. Wir dürfen uns jetzt nicht herauszögern. Wir gehen jetzt aber ein bisschen aggressiver vor. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit so... Alter, ich hatte so Todes... Oh. Okay. Ich habe keine Munition. Glock leer. Ich... Nächste Waffe. Oh. Ich habe keine mehr. Merke, die Waffe macht One-Shot auf die Typen. Da liegt Shotgun-Munition. Nimm du mal. Die nehme ich mal auf. Dann kann ich die Shotgun in haben. In einem Raum lag auch sogar eine Shotgun, daran kann ich mich erinnern. Geh raus. Aber ich weiß nicht, ob die Räume gleich sind. Ich habe die Waffe auch vorher nicht in dem Raum gefunden, sondern einen Stock weiter oben. Also wir waren am jetzt hier schon überprüft, wir müssen jetzt da drüben noch überprüfen, oder? Ja. Oder waren wir hier schon? Ist die Waffe vollautomatisch oder halbautomatisch? Die du gerade hast? Ja. Ich glaube Semi, ich bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe, dass sie Semi ist. Ich präferiere Sammy. Hilfe! Ich bin gleich tot! Wo bist du? Ich bin tot. Kill ihn und kannst du mir vielleicht aufhelfen? Wie geht denn das? Danke. E. Ah, E, okay. Einfach gedrückt halten. Dann oh, ich blaste ja nicht. Oh ja. Oh shit. Oh, war's damit gut? Bin ich wieder zum Leben gekommen. Oh ja, das war. Du bist gut. Zum Leben gekommen? Ja, du bist. Ich bin wieder ins Leben gekommen. Okay, das ist lustig. Gekommen. Er hat gekommen gesagt. Hast du wieder Munition? Ja. Nope. Nope. Och, nee. Das ist irgendwo oben. Also ganz ehrlich, der Typ geht mir inzwischen nur noch auf den Sack. Der Kerl ist total OP. Ich schätze mal, der sitzt wieder genau da, wo er letztes Mal auch so ist. Also ich habe einen Branch, ne? Oh Gott. Okay, komm. Oh Gott, hinter dir. Mit Wrench zuzuschlagen. Gib dir eine Syringe, Alter. Ich hab noch kaum Munition. Hast du Syringe? Ich hab keine, ne. Warte, ich geb dir meine. Nein, du hast auch nur noch 30 Leben. Ja, ist egal, ich hab aber keine Munition und keine Waffen. Ja, ich hab auch gleich keine Munition mehr. Na egal. Wir müssen es so machen, dass einer mindestens noch einen Augenblick überlebt. Ja. 30 Sekunden, um genau zu sein. Ja. Die Syringe heilt mich nicht voll. Typ. Ja, einen Schuss noch, geh mal weg da. Ich schieß die ganze Zeit daneben. Wow, du bist 8 Leben. Hier lag die... Er hat mich kaputt geschlagen. Mich gleich auch. Ich bin gleich tot. Nein. Ich kann mich nicht wehren, ich habe keine Waffe mehr. Scheiße. Ja. Wir sind echt gut in dieser Map. Boah, das ist auch richtig mies, Alter. Ohne Munition, einfach so, ohne Checkpoints, ohne einem danach Waffen zu geben, das ist eigentlich unmöglich. They want to see us dead. Oh. Du bist schon wieder aus dem Spiel geflogen. Oh Gott. Okay. Plötzlich bist du da. Okay. Vielleicht dieses Mal mit der Waffe nicht gleich ganz ausrasten. Links ist einer. Okay. Versuche diese Mal nicht auszurasten. Der verträgt auch nur einen Schuss eigentlich. Schöne ist ja, okay, dass er zwei Leute auf einmal trifft. Der hat einen Eimer auf. Warum hat der einen Eimer? Der verträgt nur zwei Schuss oder einen, wenn du auf Kopf zielst. Ja, ich habe auf Kopf gezielt, aber nicht getroffen, deswegen hat er zwei vertragen. Hier ist eine Syringe drin. Hier ist wieder das Gewehr. Gönnt ihr das? Ja, okay, dann ist es immer gleich aufgebaut. Merke, Gewehr, alles One-Hit. Hinten drin liegen Shotgun-Shells. In dem Raum gegenüber, in einem von den beiden hier, ist ein Typ. Ja. Da ist er. Willst du die oder soll ich? Welche? Die Shells kann ich nehmen, dann nimmst du die Waffe, die andere, die coole, die One-Hitted. Ja. Machen wir so. Ja. Okay, ich hab ausnahmsweise auch noch ein bisschen Munition. Hä? Die Waffe war doch hier. Hab ich doch schon. Ach so, ich dachte, so, ja, okay. Ich war verwirrt. Sorry. Du gehst einfach schon mal ohne mich vor. Because why the fuck not? Da in dem Raum müsste einer sein. Ah, da ist ein Typ, ja. Zwei? So, keine Munition mehr. Ja, ich bin auch gleich tot. Oh,
komm schon. Okay, wir spielen jetzt nochmal bis zum Kettensägenmann ohne Aufnahme, weil das geht mir auf den Sack. Bis gleich. Würde ich auch sagen, das geht auch unseren Fans auf den Sack. Bis gleich, Leute. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade den Kettensägenmann getötet. Der verträgt übrigens ein komplettes Schrottmagazin. Und wie viele Kugeln hast du ihm reingejagt? Ich habe so ein bisschen was über die Hälfte von meinem Magazin reingeballert. Das ist ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. So. Ja. Aber er ist tot und wir haben jetzt die Chance weiterzuspielen. Ja. Ernsthaft, wenn wir heute noch einmal hier scheitern, dann haben wir endlich das Spiel. Ich Rage-quitte. Ja, das glaube ich dir sogar. Ja, Hurensohn. Aber wir haben noch relativ viel... Halt die Fresse! Ja, du bist schon im Rage-Mode. Ich versuche gerade irgendwie... Ich darf gar nicht so laut sein, weil meine Mutter versucht zu pennen. Naja, ah, ja. Ich stimmt, Jenny wird wahrscheinlich auch. Jenny hat dich aufgehalten. Was? Nee, Jenny dürfte auch gerade schlafen. Hä? Hier liegt eine Frühe. Danke. Oh. Oh. Oh Gott! Was bist du? So much nope! Nimm die Syringe. Ich hab noch eine. Ah, ich hab 30 Herz. Ich sollte meine Syringe nehmen. Ja, benutze ich. Was? Hat mir nur ein bisschen Angst gemacht. Kann man das? Man kann den Sturz verhindern. Man kann sie aufs Klo stellen. Oh. Okay. Warte, ich hab. Irgendwo hab ich hier eine Wrench. Du schlägst auf Holz ein, mit Holz. Wieso bricht das nicht? Au, mein Gott. Ja, die ganze Tür bricht und ist auf einmal zu Holz. Plötzlich explodiert einfach die ganze Tür. Ich bin erschrocken. Warte, ich pack meine M4 mal kurz auf 2. Wir könnten auch mal wieder ein Glock-Magazin vertragen. Ach, deswegen ist hier nichts. Jetzt müssen wir wieder hoch. Da, wo Kettensägenmann war. Ach, wir waren hier schon. Ja, wir sind eigentlich schon runtergefallen. Ja, wir müssen Schlüssel finden, falls ihr das nicht gecheckt habt. Ja, stimmt, ja. Es links haben wir noch nicht geguckt, alles. Halt die Fresse! Das Loch. Hier ist nochmal Munition für mich. Okay, das ist gut. Und jetzt? Guck dir, warte mal, guck dir mal, gib dir mal bitte einfach diesen Raum. Mach mal dein Licht aus und gib dir einfach diesen Raum. Verhörzimmer. Oder Hobbyraum für psychisch Kranke. Also für dich? Ja. Könnt mich da hinsetzen und wieso fällst du nochmal runter? Weiß nicht, fand ich schön. Ich würde das nie freiwillig tun. Also irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Also entweder müsste es ein Schlüssel sein oder die Tür ist einfach random aufgegangen. Ich möchte es aber eigentlich auch nicht rausfinden, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Boah, dieses Doppeltippen der Tasten, ey. Ja, das ist grausam, ne? Sorry, ich kann mich gerade nicht mehr erschrecken, ich bin gerade einfach nur noch im Rage. Das geht so auf den Sack geht. Ganz ehrlich. So, es lockt bei a Keypad. Keypad? Ja, Keypad. Da ist noch irgendwo eins. Vielleicht ist irgendwo anders hier. Es wird wenig Sinn ergeben. Na gut, da könnte das Spiel ja gut finden. Sinn. Das Einzige, was das Spiel macht, ist eine halbe Angst. Aber irgendwo war hier noch eine Tür, die vom Arzt verschlossen ist. Die ist hier hinten. Oh ja, ich gehe hier nicht alleine hin. Wo bist du? Wo bist du? Ich will zu dir. Hinten rechts. Ich will in dich. Das hatten wir heute schon. Ah ja. Ach, das ist gar nicht dein Licht. Hier. Was ist nicht mein Licht? Es ist weg. Okay, okay. Ignorieren, ignorieren. Einfach nein. Nein, Angst. Hier. Ja, toll. The door has locked the doctor. Die Tür hat den Doktor verschlossen. Okay. Okay. Bei mir steht da, the doctor has locked the door. Geh auf. The doctor, ja, Doc. Doch, the doctor has locked the door. Ich hab gelesen, so durch. Es ist fast 2 Uhr. Da muss man nicht mehr lesen können. Es ist echt fast 2 Uhr? Alter, wir nehmen seit 23 Uhr auf. Oh, wir nehmen 3 Stunden schon dieses verfickte Spiel auf. 2009? Boah. Ja. Lass das. Lass das. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Lass einfach wieder runtergehen. Vielleicht liegt hier wirklich irgendwo ein Schlüssel. Ja, vielleicht. Ne? Wie willst du in diesem Riesenhospital einen Schlüssel finden? Das müsste ja dann versteckt man hier überhaupt Kettensägenmann Keycard vielleicht? Müsste der Kettensägenmann ja bewacht haben. Theoretisch ja, praktisch. Sei mal leise. Nicht unbedingt. Sei mal leise. Du hörst das, oder?
den Donner und den Regen und dieses Zirpen. Und dieses Rischel, 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 tap, 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 tap. Nein, das höre ich nicht. Sei froh, dass du es nicht hörst, der Part ist zu Ende. Oh, ich bin gefallen. Oh. Ein Stockwerk tiefer. So, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Ja, Handy, ja. Halt die Schnauze. hier ist ein Fenster offen. Ich weiß, wo es hingeht. Mach's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Und rein. Tschüss.